Wir starten unsere einwöchige Tour durch Luxemburg an der Ur, dem kleinen Grenzfluss zwischen Deutschland und Luxemburg. Die Region zählt noch zur Südeifel und verspricht viel Natur, Ruhe und Entspannung. Wir haben uns einen Campingplatz ausgesucht, der dadurch insbesondere auffällt, dass er nahezu unbekannt ist. Der Campingplatz Ville Morland in Untereisenbach wird nur von einem Ehepaar betrieben und die beiden verzichten hier bewusst auf jede Werbung, damit das für sie auch noch gut handelbar bleibt. Für uns ist das tatsächlich einer der schönsten Plätze, die wir bisher in Luxemburg kennengelernt haben. Wir suchen uns einen freien Platz auf der Wiese am Ufer der Ur aus und ihr seht selber, wir haben hier die freie Auswahl. Sogar Strom gibt es hier am Platz, ansonsten halt einfach nur tolle Ausblicke in die Landschaft und viel Ruhe, Natur, so wie wir uns das wünschen und vorstellen. Auch für die Hunde ist das ein wunderbarer Platz und jetzt gilt es erstmal, die nähere Umgebung zu erforschen, mal ein bisschen in den Fluss reinzugehen und ja, ihr seht selber, ne? Hier können sogar die Hunde, wenn kein anderer in der Nähe ist, freilaufen und da kann man auch schon mal ein bisschen rumtoben und viel Spaß haben. Ja, so können wir zusammen mit den Hunden einen wunderbaren ersten Abend hier auf dem Platz verbringen. Ja, die folgenden Aufnahmen zeigen euch mehr als viele Worte die tolle Lage des Platzes. Camping in Luxemburg hat insbesondere und nicht zuletzt wegen der Corona-Krise einen echten Boom erlebt. Denn hier war Camping bereits deutlich früher wieder als in Deutschland möglich. Und es hat sich wenig überraschend gezeigt, dass es unter Beibehaltung aller notwendiger Sicherheitsmaßnahmen auch gar kein Problem war. Wir haben aber Luxemburg auch schon mehrfach besucht, auch schon vor der Corona-Krise und wussten daher schon, wie wunderschön das Land ist und wie toll man hier auch Camping machen kann. Auf dem Platz gibt es dann auch ein großes Sanitärhaus. Können wir uns mal kurz anschauen, wie es hier drin aussieht. Alles picobello sauber und ja, es ist alles da, was man braucht, inklusive Duschen. Was uns aber ganz besonders gut gefällt, ist am Eingang des Campingplatzes das Café-Restaurant, wo wir jetzt mal reingehen, wenn uns anmelden und wo wir auch uns das Innere von dem Restaurant und von dem kleinen Café mal anschauen dürfen. Ja, hier drinnen kann man sich's also auch dann ganz gemütlich machen und gut gehen lassen, wenn es draußen mal zu nass oder auch zu kalt sein sollte. Ansonsten bietet sich das natürlich jetzt im Sommer an, draußen auf der Terrasse sich was Leckeres zu essen zu bestellen und hier die nette Umgebung zu genießen. Ja, von hier aus kann man zahlreiche Ausflüge starten oder auch wunderbare Wanderungen unternehmen, was wir euch auch unbedingt empfehlen. Auf der deutschen Seite bietet sich unter anderem der Weg 32 an, der in das einsam, aber wunderbar gelegene Irsental führt. Welche Richtung ihr lauft, ist eigentlich egal, denn die Wanderung, die kann man hier gut als Rundweg gestalten, dauert so etwa 10 Kilometer. Inka, wie heißt das Tal hier? Das Irsental ist das, in das wir jetzt hier reinwandern. Und schaut euch das hier an. Das ist Natur pur, herrliche Aussichten, grüne Wälder, Flusstäler. Also ein Hammer, ein Traum.
Wanderweg. Das ist Spaß, den zu gehen. Das ist fantastisch, oder? Ja. Hier ist Natur pur und sind, wie viele Wanderer sind uns begegnet? Zwei, ja, mehr nicht. Auf 10 Kilometern. Auf 10 Kilometern, ja. Wahnsinn, ja. Also, kann man nur empfehlen. Sehr schöner Weg. Naturpark Südeifel, also, na, das ist kein Geheimtipp eigentlich mehr. Aber wer es nicht kennt, einfach wunderbar, eine tolle Landschaft. Noch ein Tipp, wenn ihr einen anderen Campingplatz ganz in der Nähe bevorzugen möchtet, dann bietet sich der Camping Kohnenhof an, etwas konventioneller und komfortabler. Aber uns gefällt es auf dem Campingplatz, auf dem wir gerade sind, einfach noch viel besser. Ja, ganz in der Nähe liegt ja auch Vianten, da sind wir auch schon öfters gewesen. Und Vianten und den dazugehörigen Wohnmobilstellplatz habe ich euch in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Das verlinke ich euch gerne hier noch einmal. Ja, ihr seht, wir lassen den letzten Abend hier an dem Campingplatz gemütlich ausklingen bei einem kleinen Lagerfeuer, was hier auch erlaubt ist. Und können euch diesen Platz einfach nur noch mal empfehlen. Wunderbar einfach. Ja, weiter geht es nun in Richtung Müllertal, nicht ohne noch einen Abstecher zu einer der vielen Burgen, die es hier gibt, zu machen. Wir fahren auf dem Weg zum Müllertal nach La Rochette. Weiter geht es also zur Luxemburger Schweiz, also Richtung Müllertal. Wir haben uns hier den Campingplatz Martbusch ausgewählt, weil hier auch ein direkter und wirklich toller Einstieg in faszinierende Wanderungen durch diese berühmte Felsenlandschaft möglich ist. Zum Campingplatz brauche ich jetzt hier an der Stelle gar nicht viel erzählen, der erfüllt seinen Zweck und wir sind ja jetzt hier nicht wegen dem Campingplatz, sondern vor allen Dingen wegen den Wanderungen. So, los geht's durch die Schluchten, die Hunde natürlich Eldorado, aber für uns ja gleichermaßen. Ne? Ich denke, wir sind ja schon öfters im Müllertal gewesen. Ne? Öfters? Ja, wir sind auch von Dollendorf aus mal hier gewesen. Genau, von der deutschen Seite aus sind wir schon öfters gewesen. Aber hier von der Luxemburger Seite auch schon. Ist aber schon eine Weile her. Direkt der Einstieg ist ja schon mal beeindruckend. Ne? Wow. Ah, deswegen sind wir hier, ne? Das ist total Hammer. Kommst du da runter, Lea? Dann spring mal lieber nicht da runter, nee, geh mal außen. Ja, ihr seht selber, das ist ein Paradies für Wanderfreunde. Berdorf, wo der Campingplatz ja liegt, gilt auch als das Herz der kleinen Luxemburger Schweiz. Das ist halt eine faszinierende Felsenlandschaft hier in der Region Müllertal. Das sehr gut unterhaltene und ausgeschilderte Wanderwegnetz ist über 50 Kilometer lang und führt hier durch Schluchten, Höhlen, Grotten und Felsspalten zu wirklich tollen Aussichtspunkten. Die Sandsteinfelsen in Berdorf sind bekannt in ganz Europa und werden tatsächlich auch von Kletterern aus der ganzen Welt besucht. Wir waren jetzt schon öfters in der Luxemburger Schweiz unterwegs und eins steht fest, wir sind nicht zum letzten Mal hier gewesen. Ach ja, hätte ich fast vergessen, in Berdorf kann man auch ganz lecker essen, hier leckere Pasta, tolle Pizza beim Portugiesen in Berdorf. Ja, weiter geht es in Richtung Sauer, aber wir machen auch wieder einen kleinen Abstecher hier zur Schlossburg Linster. Hier fand gleichzeitig eine Oldtimer-Rallye statt und ja, das ist noch der alte Sound und der gute Geruch aus dem Auspuff des Oldtimers. Und
und noch ein kleiner historischer Ort, nämlich die Burg Urseldange oder auf Deutsch Urseldingen. Rund um die Burg sind die Außenanlagen und der kleine Dorfkern sehr gut gestaltet und hier lohnt es sich ein bisschen rumzuspazieren. Wir fahren weiter an der Burg Burscheid vorbei. Hier liegt auch unser Campingplatz unten im Tal, direkt auch an der Sauer gelegen. Wir finden auch hier wieder einen schönen Stellplatz auf der Wiese, direkt am Ufer der Sauer. Wir verschaffen uns erst einmal einen Überblick. Auf der anderen Uferseite der Sauer geht es steil berghoch, aber hier soll es einen tollen Aussichtspunkt geben. Ganz schön steil, ne? Puh. Also, ganz schön anstrengend der Weg hier hoch, aber die Aussicht ist natürlich sensationell. Als wir wieder zurück sind, sehen wir oben einen Gleitschirmflieger und wir beschließen, dass wir dann später doch noch nochmal hoch zur Startrampe gehen möchten. Jetzt schauen wir uns aber erst noch mal ein bisschen auf den Platz um. So, gucken wir mal hier in die Sanitärhäuschen rein. Die sehen zwar von außen sehr einfach aus, aber das ist ganz normales Sanitär. Hier sind Duschen mit drin. Ausreichend Platz. Auch keine Duschmarke. Also, das ist super. So, dann haben wir hier noch Camperstop. Einfach zur Entsorgung. Klo und Altwasser, Brauwasser und Frischwasser auftanken. Auch das erfüllt seinen Zweck komplett. Ja, die Rezeption ist gleichzeitig Bar und Einkaufsladen, ein kleiner Einkaufsladen. Hier kann man ein paar Kleinigkeiten kaufen und sich ein bisschen versorgen, wenn Not am Mann ist. Auf der anderen Uferseite der Sauer, und ihr seht, es gibt hier eine kleine Fußgängerbrücke, die man prima nutzen kann, gibt es noch eine weitere Zeltwiese, sogar auch mit Stromanschlüssen und einem Sanitärgebäude. Und wenn da keiner zeltet, dann kann man da auch ganz prima Zeit mit den Hunden verbringen. Ihr seht, hier kann man es also prima aushalten und natürlich bietet es sich an, auch hier noch weitere Wanderungen zu machen. Dazu gibt es genug Möglichkeiten und wenn ihr das macht, dann werdet ihr, wenn ihr Glück habt, dann auch mit solchen Bildern belohnt, mit solchen Ausblicken. Ja, einfach nur wunderbar. In der weiteren Umgebung bietet sich auch noch ein Ausflug zum Staudamm oder auch nach Esch-sur-Sûre an. Das haben wir euch schon mal in einem früheren Video vorgestellt und das verlinke ich euch gerne hier noch einmal. Am Abend gehen wir noch mal hoch zum Aussichtspunkt, wo die Gleitschirmflieger jetzt aktiv sind. Und wie ich denke, mit diesen doch wunderbaren Bildern verabschieden wir uns für diesmal wieder von euch und wünschen euch noch viel Spaß bei weiteren Videos auf GI Woman News.